Willkommen zurück zu Let's Play WoW mit unserem YouTuber-Projekt mit der immer lachenden Novi. Hallo! Und mit mir natürlich. Ich lache tatsächlich immer. Ich wollte nicht sagen, der immer werten verwirrten Novi, das machen wir in einer anderen Folge. Ja, ihr habt gesehen, wir haben eine Instanz gemacht. Wir sind mittlerweile beide Level 18 und wir gehen jetzt stark auf die Level 20 zu. Und Novi sagt uns jetzt, was wir als nächstes machen. Ich sag das? Es, aber Überforderung, so. Wir gehen auf jeden Fall in die Inni, ich melde einfach mal an. Okay. Genau, wir waren in der letzten Folge in der Instanz, das habt ihr ja gesehen. Bei Anovi. Ah! Heiler. Ich muss heilen. So, fangen wir schon mal an. Ich hoffe, ich habe gerade den richtigen Knopf gedrückt zur Aufnahme. Eigentlich schon. Ey, das verwirrt mich immer so. Ja, du guckst halt nochmal kurz nach, dass wir jetzt nicht zu viel machen. Jetzt habe ich eine Aufgabe bekommen. Warte mal. Ich auch. Prima. Doch, doch, ich habe den richtigen Knopf gedrückt, bin ich mir sicher. Ich habe mir mal so anguckt, so ein Stream Deck, ne? Ja. Hast du dir das auch schon mal angeguckt? Nein. Das ist halt so ein kleines. Warum haben die alle Ausrufezeichen über den Kopf? Siehst du das auch? Ja, ich sehe die auch. Aber warum? Weil die uns eine Quest gegeben haben. Oh, das ist aber neu, ne? Ja. Oh. Das ist eine lange Inni. Oh. Da müssen wir Gas geben, dass wir überhaupt in den 30 Minuten bleiben. Ja, zur Not bist du halt ein bisschen länger. Nicht schlimm. Aber du bist ja der Tank, das geht schnell. Warte mal, ich setze dich nochmal schnell in den Fokus. Natürlich. Wo bist du? Ich laufe schon. Ich heile dich schon. Schurke soll auch diesmal extrem Schaden machen, ne? Habe ich auch schon gesehen. Ich habe noch nie einen Schurken gespielt. Ich auch nicht. Glaube ich nur 4 oder 5 Level. Wie ist das jetzt mit so einem Stream Deck? Achso, ja, das Stream Deck, das ist, glaube ich, so 12 Tasten, das kannst du extra anschließen. Kommt auch an, ob du ein gutes kaufst oder ein schlechter. Sind sogar die Tasten mit Bildern so beschriftet, so mit, sagen wir, Aufnehmen, Stopp, Ton oder, sagen wir, so ein Highlight-Sound, falls sich mal wer abonniert, ne? Ist halt so separat, weil viele haben ja auch das mit den Hotkeys, haben sie gesagt. Aber nicht jedes Spiel hat die Tasten so belegt, dass die alle gleich sind. Also ich hatte zum Beispiel bei WoW, ich nehme mit F11 auf und mit F12 stoppe ich die Aufnahme. Und da war auch im Spiel was. Das ist auch manchmal doof, deswegen musste ich das bei ein paar Spielen ausstellen. Deswegen bin ich auf dem Nummenblock. Das habe ich auch schon überlegt, ob ich die Zahlen mache, weil eigentlich mit Zahlen gibt es ja nichts, ne? Also im Nummenblock habe ich noch nie erlebt, dass ein Spiel da irgendwas belegt hat. Deswegen bin ich in den Nummenblock gegangen. Stimmt, ich kann ja nicht auf 1 und 2 gehen, ne? Ja, da hast du natürlich recht. Ja, und auf jeden Fall, bei dem Ding kannst du da alles einstellen. Du kannst hier auch verschiedene Ebenen einbauen. Ja. Für alles halt, kannst du ja Ebene für Twitch machen, für YouTube extra, für OBS wahrscheinlich noch mehr. Und das Freund von mir will sich da holen, der nimmt auch mit den Elgato auf. Der hat zwar einen guten Rechner, aber so einen richtig guten. Nimmt aber trotzdem über den Elgato auf, hat er gesagt. Okay. Ja, weil der ist ja eigentlich, der Elgato ist ja eigentlich nur für Konsole. Da habe ich auch mal bei Facebook gefragt, ich sehe ja Elgato für PC, könnt ihr da was empfehlen? Haben die alle gesagt, das ist eigentlich nur für eine Konsole, dass du darüber aufnimmst, ne? Aber wenn, ich habe jetzt mal ein YouTube-Video gesehen, da hat er Test gemacht, auch mit bei Minecraft. Ja. Und da hat er gesagt, die FPS hat er noch nie so gut gesehen wie da, ne? So. Okay. Und jetzt kriege ich dich gerade nicht hochgeheilt. Ja, aber ich habe auch nichts, was ich gerade irgendwie kann. Aber ich habe alles auf dich drauf, ey. Was ist denn jetzt los? Irgendeiner muss sterben, damit ich meinen ziehen kann. Stirb nicht. Ich kann nichts machen, ich habe alles auf dich drauf. Ey. Ja, ich glaube, aber das war auch, glaube ich, schon ein Boss. Das war ein Boss. Ja. Es ist mir aber erst aufgefallen, nachdem ich hingesprungen bin. ja gut, ich habe ja, für wenn mich jemand followt oder so, habe ich einfach über Streamlabs das eingerichtet.
funktioniert auch eigentlich ganz okay. Ist besser als OBS? Na, das ist ja inzwischen zusammen, dieses Streamlabs OBS. Okay. Und ich nutze ja zum Aufnehmen, also zum Streamen OBS, aber für diese ganzen, nennt sich das, naja, dass man das hört und so, was passiert, habe ich halt Streamlabs eingerichtet. Okay. Weißt du, was der Elgato ist? Soll ich dir das, oder weißt du gar nicht, was nee, das ist? Nee, ich habe keine Ahnung. Also da steckst du, das ist so ein kleiner, oh, ey, du bist schon, ey. Oh. Aber wir haben den Boss noch tot gekriegt. Ja. Warte, warte, warum bist du denn schon wieder gestorben? Oh. Ich sag das, ich brauch die Skull. Na, weil ich gestorben bin. Ich hab gar nicht mitbekommen, dass du da bist. Ich hab eigentlich alle geheilt, die ganze Zeit gekämpft haben, wie wild. Ja, außer den Tank, mich. Wird nicht mehr vorkommen. Merkt euch das. Wenn er mich in der nächsten Inni oder jetzt hier nochmal sterben lässt, merkt euch das. Außer sie läuft durch direkt bis zum Boss. Wir haben es live und in Stereo. Also dieser Elgato, den steckst du zwischen deinen Monitor und ein Computer. Und das ist das ja. Ding, das nimmt für dich auch, also das nimmt deine Streams auf und so. Und es soll nicht so CPU-lastig sein. Ah, okay. Aber, ja, das wäre schon mal was ganz Gutes. Also ist eigentlich zwar nur für Dingsbums gedacht, für Konsolen, dass die das auf dem Computer aufnehmen und bearbeiten können, ne? Weil sonst stellst du ja eigentlich automatisch immer hoch. Und das hat ein Freund von mir drin und der macht echt auch gute Dinger. Wie heißt das, ein komischer Name? Der mir auch das Banner gemacht, mein Logo natürlich gemacht hat. Nochmal ja, viele Grüße und danke, dass du mir das Logo gemacht hast. Razzikal, oh Mann, wie hieß er denn? Ich weiß es nicht, das tut mir jetzt leid. Und wie sein Name war, sehen wir in der nächsten Folge. Genau, und er nimmt damit auf, weil er sagt, die CPU, die braucht da nicht kaum was. Und die Grafik kannst du halt auch damit ein bisschen runterschrauben. Also es ist ein Ding, das nimmt dazwischen auf, dass dein Computer nicht mehr so viel Leistung braucht zum Codieren. Ja, das wäre etwas, was für mich auf jeden Fall interessant ist. Ich habe eigentlich an sich keinen schlechten Rechner, aber die CPU arbeitet schon ganz schön bei mir. Gut, aber das Ding kostet so 980 Euro, ne? Ja, gut. Also zu Weihnachten investiere ich erstmal in einen neuen, also in einen zweiten Bildschirm, weil ich mache ja derzeit mit einem Bildschirm das alles. Du müsstest dann mal bei YouTube eingeben, Elgato, oder ich schicke dir das mal, Elgato für ja, PC. Da testet er Minecraft, hat er gesagt, so gut hat er noch eine Latenz noch nie gehabt, selbst bei der ja, Aufnahme. Er testet GTA, dann testet er noch so ein paar Zockerspiele auf jeden Fall. Und er hat gesagt, bei ein paar Spielen lohnt sich das. Ich habe das Video nur kurz so durchgesappt immer, weil er macht auch immer, er macht Stopp und macht direkt dann ohne Elgato an, ne? Dass ja, du den Vergleich hast. Da wäre auf jeden Fall mal was Interessantes. Gut, ich wollte es mir ja eigentlich holen, so gebraucht, habe ich mal geguckt. Da kriegst du so zwischen 100 und 110 Euro schon. Aber die haben gesagt, ja, boah, eigentlich brauchst du es nicht für einen PC, aber gut, wenn es die CPU dann ein bisschen entlastet. Und da, dann geht ja eigentlich auch die FPS, weil wenn die CPU entlastet wird, könntest du die Grafikkarte eigentlich ein bisschen wieder höher stellen, ne? Und du hast auch ein extra Software, kriegst du auch da mit hin. Da kannst du auch direkt in deine Aufnahme, sagen wir mal, du das Bild, was du jetzt siehst, aufnehmen, kannst direkt auch schon in das Bild Bilder einsetzen, die auch ständig da sind, so wie deine Kamera. Ja. Oben oder unten die ganze Zeit was drin haben, das kannst du da alles einstellen. Ah. Ja, hört sich auf jeden Fall interessant an. Muss ich mich mal mit auseinandersetzen. Ich bin ja immer dann so Fan von, ich beschäftige mich da erstmal eine Weile damit und dann entscheide ich, ob ich das tun ja, möchte oder nicht. So, ich glaube, wir müssen jetzt einfach erstmal hier unten. Ach, ich renne gegen eine Fackel. Unten irgendwie lang. Ja, wir können eigentlich unten können wir lang. Es gibt, glaube ich, auch einen Weg da hinten lang, aber wir können auch unten lang. Nein, wir müssen sowieso beide unten ja, reinlaufen. Wollen wir jetzt hier runter? Ja, ich wollte genau halt nur hier, schon mal den Weg genau freimachen. Da, genau da. Ja. Ja, genau da, wo ich runtergehüpft bin. Hier kriegt man auch nicht den Fallerfolg. Schade. Dann bist du auch gescheatet. Die schwere Rüstung hat dich einfach runtergezogen, schneller als ich.
So leichtfüßig wie ich bin, kann ich den Erfolg gar nicht kriegen. Ach so. Mit seinen 2 Zehen und hat er 3 dicke Zehen? 2, ne? 2. 2. Ja. Nein, ich habe meinen einen Heilzauber weggezogen. Ach, da ist er doch. Ja, das regt mich so auf, dass sie den leider meinen Priester so verhunzt haben, dass er nicht mehr möglich mehr mit Schildern arbeitet, mein Disziplinpriester. Hm. Oh, mein kleiner Luki, Untoter, mit dieser Rüstung, wo diese Frau in Ketten liegt, weißt du, welche ich meine? Ey, du kommst da hinten schon, ne? Ich bin noch gar nicht da. Ich bin ein Tank, der relativ zügig unterwegs ist. Also als Paladin noch schneller. Ja, aber ich habe doch nur 2 Heilzauber und die ticken. Krieger kann ich leider nicht so schnell. Du kannst dich doch als Krieger sowieso so richtig gut heilen. Hast du das schon? Nee, ne? Na, ich habe eins, das heilt mich, wenn einer gestorben ist. Ach so. Das aber beim Bossfight ist das ja immer so eine Sache. Ich kann auch einen unserer Mitspieler töten. Den heile ich einfach nicht. Irgendwann geht dann keiner mehr mit uns, Innis. Das sind die Verrückten, die töten uns. Die opfern uns immer ein. Ich habe das von Illidan gelernt, Entschuldigung. Ah, sehr gut. Ach, das war auch schon wieder ein Boss. Ich dachte, das ist nur so ein Zwischending. Da ist auch nur ein Zwischending. Denkst du, wir sehen Illidan irgendwann nochmal wieder? Bestimmt. Der ist ja mit da zu diesem Knast gewandert, da wo Sargeras jetzt eingesperrt wird, ne? Also bestimmt, doch. Denke schon. Da kommt er als Sargeras wieder. Hat er Sargeras Intus oder so aufgesaugt. Man hat ja auch schon gemunkelt, wo es hieß, es kommt ein neues Add-on raus. Das dachten, dass der Lichtking hier wieder da ist. Atas. Ja, also der neue, der sich dann hier, wie hieß der sich drauf gesetzt hat? Ach, einer hier von diesen Paladin. Irgendwas ja, mit B, genau. Glaube ich. Irgendwas mit B war das. Was? Wieso kämpfen die denn hier hinten? Also ich muss sagen, ohne Healbot, das ist nichts für mich. Ja, fürs nächste Mal kannst du dir das ja dann zurechtstellen. Ich kann aber auch jetzt erstmal kurz mit F1 oder F2 spielen. Aber ist ja noch keiner gestorben, außer wenn man Boss mitpult. Ich finde, das habe ich sehr gut gemacht. Das ziehen wir einfach mal ab, dann ist eigentlich keiner gestorben. Eigentlich, wenn das Wörtchen wenn nicht wäre. Wäre ich schon... Hätte der Hund nicht gekackt, hätte dann Hasen gefangen. Kennst du den? Nee. Den muss man kennen. Ich brauche hier dies. Wann kriege ich denn das, wo ich die ganze Gruppe auf einmal so hot draufsetze? Das war immer toll. Bildwuchs. Genau, einfach mal so draufgehauen und dann war's das eigentlich schon. Dann ab und zu mal so ein Verjüngen mit drauf. Na, du, eigentlich haust es die Gruppe zu. Ja, aber hier kriegen sie ja nicht so viel Schaden, dass ich sie alle zuhauen muss. Aber ich muss sagen, mit dem Krieger ist es schwieriger, zumindest jetzt im Low-Bereich, Dingens zu halten. Aggro. Ja, weil du kaum, gut, jetzt hast du immer viel, ne? Wenig AOE-Sachen hab. Ja, ich das hab ist ja so, das hast, das bleibt auch so. Also du kriegst zwar später, glaube ich, noch so ein Dings, aber kriegst so ein, wo du, glaube ich, aufstampfen kannst, das kannst du aussuchen, ob das in eine Richtung geht oder so. Das ist auch immer gut, da stürmst du an, machst du das und dann sind sie teilweise auch noch betäubt. Ja, aber so chillig wie mit einem Paladin ist das nicht, ne? Nee, also es ist wirklich viel mehr, du musst bitte aufmerksamer sein und du hast halt diesen Flächen nicht so schön. Ja. In der Legion brauchtest du auf jeden Fall viel Tempo. Ich weiß jetzt nicht, wie es jetzt ist, ob du da immer noch so viel Tempo brauchst. Habe ich mich noch nicht mit auseinandergesetzt? Ich auch nicht. Ich habe nicht mal geguckt, was mein Jäger braucht. Hast du dich schon auseinandergesetzt mit deinem Magier? Komplett? Komplett nicht, nein. Aber ich mache auch so halbwegs 50 Schaden, von daher. Ja, ich gucke da mal bei Icy Veins, was die da immer so sagen. Ja, genau. Icy Veins und vor allem ganz viel Erfahrungsberichte mit anderen Spielern, also genau. Dass man einfach quatscht mit Leuten, die dieselbe Klasse spielen.
Und man muss gucken, wie man selber spielt. Jeder hat ja eine andere Spielweise. Ja, vor allem, da machen ja auch die Besten der Besten ihre Guides rein, ne? Und ja, die Besten der Besten, die machen auch einfach mal so mythisch. Und das sind wir halt nicht, solche Pro-Gamer. Gut, wenn wir es drauf anlegen, wenn wir 400 Mal an einem Boss wipen, werden wir ihn auch irgendwann mal schaffen, so wie die Top-Gilden. Da haben sie doch, wo es um den Kampf geht, Platz 1, wer als erstes alles cleared, da haben sie, glaube ich, wen war das, Kill Jane, haben sie 450 Mal getried, bis sie den geschafft haben. Ja, aber ich sag mal halt, das ist auch nicht mein Ziel. Ich möchte kein Pro-Gamer sein. Wenn ich jeden Tag 10 Stunden üben könnte, würde, dann würde das vielleicht gehen, aber das ist, nee, das ist nicht mein Spielziel. Mein Spielziel ist wirklich Spaß haben, die Erfolge, die Pets. Das Spiel, die Welt an sich, so Story-mäßig und alles. Irgendwann wird sowieso alles offline geschaltet, wie bei, wie war es, Star Wars Online. Da war ein Freund von mir live dabei, wo es dann offline geschaltet wurde. Oder ich war sogar selbst dabei, doch. Da also bin ich selbst, habe ich mir noch einen erstellt extra und bin mit rumgehüpft, bis dann alle Server auf einmal down waren. Ja, aber das gibt's doch noch, The Old Republic. Ja, das ist jetzt wieder rausgekommen. Ach so. Das haben sie ja mal offline gestellt, weil es nicht lief. Ah. Das hat ja auch mein großer Bruder spielt das nämlich. Das hat, glaube ich, erst auch mal was gekostet, dann war es kostenlos. Ich glaube, jetzt ist es so, dass du diese Erweiterungen, die kosten jetzt was. So wie bei The Elder Scrolls Online. Wo du ja wirklich nur dies. Da kaufst du ja nicht mehr monatweise, sondern da machst du ja wirklich, du holst die Erweiterungen und das dann ist kostenlos. Was früher gekostet hat, war ja auch der Herr der Ringe Online. Das ist ja mittlerweile auch kostenlos. Also achso, das habe ich nie gespielt. Das habe ich mal angefangen zu spielen, so einen kleinen, was hatte ich denn, einen kleinen Hobbit? Das ist echt kompliziert. Ah. Ey, das ist aber, wenn du dich nicht auskennst da, das ist echt kompliziert. Und ich bin da eigentlich immer in den Kreis verwirrt rumgesprungen, bis mich da mehrere angeschrien und du bist ein WoW-Spieler, oder? So, nein. Ich bin der Schlange. Doch, die springen auch alle mal in den Kreis rum. Ich so, okay. Aber das ist echt so, aber da musst du dich auskennen und auch so die Welt da richtig mögen und dich genau auskennen, dann ist das echt geil. Also The Elder Scrolls Online soll ja wirklich sehr gut geworden sein. Ich hab's ja, als es rauskam, da war ich ja dabei und ich hatte halt sehr hohe Erwartungen. Die hätte ich vielleicht runterschrauben müssen. Es soll aber sich gebessert haben. Also da will ich unbedingt mal wieder reingucken. Dazu muss ich aber erstmal irgendwie was anderes fertig haben. Ja. Ja, ich bin auch immer noch dabei, hier Dead Island zu spielen. Da bin ich, weiß nicht, ich kann es nicht einschätzen, wie lang das ist. Ich gucke zwar ab und zu mal bei wem anders rein, sehe, was der sich da für eine geile Waffe zusammengebastelt hat. Und ich laufe immer noch mit meinem Baseballschläger mit den Nägeln drin rum. Oder ich habe jetzt auch so mit, so wie so diesen alten Streitkolben, also auch richtig aus Metall mit Dingern. Ist schon geil, wenn da so ein Zombie anläuft. Ich duck, also spring kurz zur Seite und hau während des Laufens auf ihn rauf. Und da siehst du echt, wie der Arm gebrochen ist. Und darum hängt es schon. Fetzig. Oh, ich halte mich die ganze Zeit selber, weil ich die gleichen Tag. Ah, schön. Eines Tages, ne? Stirbt sie wieder. Ach, ups, ich habe mich selbst geheilt. Ja. Ich hätte doch damals vielleicht ein Disziplin machen sollen. Hätte ich auch mit schön Schaden machen können. Macht zwar jetzt auch ein bisschen Schaden mit, aber. Ach, müssen wir nicht hier in der Innie irgendwie Blümchen sammeln? Ja, ich habe, glaube ich, erst eins gesammelt oder so. Aber die zeigt es mir. Ich habe noch gar nicht Ausschau gehalten. Die zeigt es mir aber alles an. Wir können nachher noch welche sammeln. Oh ja, es klingelt nämlich gerade so im Köpfchen. Da war doch eine Quest, da musst du Blumen sammeln. Die haben sie aber nicht genervt, da, die hier, ne? Die haben sie so gelassen, die ewig lange. Wie der versunkene Tempel, Der war ja früher ätzend. Ja, das war ja so die schlimmste. Da gab es aber auch mehr Bosse als jetzt, ne? Na, das ist doch jetzt unterteilt. Das sind doch jetzt mehrere Teile. Nee. Du startest doch nur unten im versunkenen Tempel. Da machst du die drei Bosse, also den einen. Nein, es gibt auch noch den anderen Teil. Mit Prinzessin und so. Mit Prinzessin? Ist das nicht eine andere Instanz? Versunkene Tempel. Ach so, ja doch, den haben sie genervt. Ich doch, bin du meinst, woanders, ja zu Farag. Zu Farag meinst du? Nee, nicht zu Farag, ich meine, ach, wie heißt die?
Na, die mit Prinzessin. Wie bitte? Die mit der Prinzessin. Ja, welche ist denn die mit der Prinzessin? Da ist so ein richtig hässliches Vieh am Ende und dieser Boss heißt Prinzessin. Das ist... ich weiß nicht, wie sie heißt, aber wenn er reinkommt, kann ich dir sagen, dass das die Innie ist, die ich meinte. Okay, dann gucken wir mal, ob wir in die Innie kommen, wo du meinst. Das ist gut, ab Level 60 können wir uns sogar aussuchen, von welchem Land wir die Instanzen machen wollen, ne? Ja, ich weiß. Können wir aussuchen, ob wir links gehen hier BC oder hier zum Lichtking. Pass auf, da von oben kommt was. Ich kann überlegen, wir müssen noch einmal rüberlaufen. Ja, genau. Und dann wieder alles zurück. Das ist so eine komisch. Ja, eine sehr lang gehaltene Innie halt. Ich war, glaube ich, letztes Mal in die hier, glaube ich, 44 oder 54 Minuten drin. Aber ich bin dafür, dass wir dann Wotik-Innies laufen. Ja. Weil das ist also die Zeit, in der ich groß geworden bin. Du musst hier runter. Ja, ich weiß. Aber schön, dass der Schurke hier steht und wartet. Der hat uns auch oben kurz sogar, helfen. Er hat sogar markiert. Ich weiß, ich habe es gesehen, dass er geplinkt hat. Aber wozu? Ich weiß, dass ich das... Ja, früher hatten wir noch welche in der Gilde, in Raid. Solche hier. Solche. Auf der Karte. Oh, das war schlimm. Ja, da. Hast du das? Das war immer so geil in LFR. Da hab ich immer auch rumgeklickt, weil ich so genervt davon war. So, ich sammle meine Blume. Ich nehme die Blume dahin und bin schneller als der Schurke. Zack. Ja, ich hoffe ja bald, dass ich halt Dead Island doch irgendwann abgeschossen habe. Ich weiß gar nicht, ob ich was da als nächstes anfange oder ob ich mich dann auf die anderen mehr besinne. Weil LS17, das macht mir derzeit total Spaß. Da mache ich jetzt auch bald mal so ein Special-Spezial mit einem alten... Ex-Kollegen von mir, der ist mittlerweile Rentner, also auch schon seit 2-3 Jahren ist er Rentner und spielt auch LS17, mit denen habe ich auch früher auf dem Server gespielt, auch mit einem aus WoW haben wir zu dritt, wir hatten sogar zu viert auf dem Server damals einen Hof bewirtschaftet und den habe ich gefragt, weil viel zu tun ist auf meinem Hof, auf diesen riesigen, habe ich gefragt, willst du mal mit einsteigen, hier habe ich heute meinen Mod-Ordner gegeben, weil er die gleichen Mods haben muss wie ich, um mit auf den Server zu kommen und jetzt wollen wir mal demnächst, wenn er doch mal Zeit hat. Ach, weil, das kann man online spielen? Ja, das kannst du richtig online. Also ich, ist so wie bei Minecraft. Ich kann auch einen Server machen, der die ganze Zeit online ist. Und da kann jeder raufkommen und machen und tun, wie er will. Boah, der ist gleich tot. Ah. Das wusste ich gar nicht. Und du kannst auch sogar, was jetzt das auch neu rauskommt, so ein Multiplayer-Add-on, also was heißt das, Mod. Da kannst du auch einstellen, wer welchen Hof gehört und die Maschinen. Und da kann ich auch nicht sagen, weil ich kann nicht auf Hof B hingehen und einfach in die Maschinen gehen. Ja. Ach, das ist sicher. Ich dachte, das ist nur ein Offline-Spiel. Nee, das konntest du auch online spielen. Der Papa meines besten Kumpels, der spielt das nämlich. Und der spielt das schon seit Jahren. Also das gibt's ja schon lange. Ja, das gibt's seit LS 11 oder LS 13. Alle 2 Jahre kommt genau, das oder so? Genau, alle 2 Jahre kommt eins raus. Genau, und der wünscht sich das dann nämlich immer zu Weihnachten und kriegt das dann auch immer zu Weihnachten. Und der spielt das absolut gerne. Ja, und ich dachte halt, das offline. Jetzt kommt LS19 raus. Oh, das sieht echt richtig gut aus. Also die Grafik, die ist das komplett gewandelt. Ich weiß gar nicht, ob das mein PC noch schafft. Auf hoch auf jeden Fall gar nicht mehr. Würde ich sagen, auf hoch nicht mehr. Aber es ist auch so diesmal mit Unkräutern und so, dass du echt düngen musst, sonst hast du Ernteverluste und so. Was mich mal so richtig reizen würde, aber das müsste echt viel Rechnungsleistung bringen, wenn du mal den Unterschied zwischen Bio machst und nicht Bio. Aber das kann das Ding wahrscheinlich nicht erkennen. Ja gut, andersrum könnte es man ja erkennen, weil das Spiel erkennt ja auch, wenn du gedüngt hast, dass du dann mehr Ertrag hast. Erkennt es ja auch. Und man kann es ja wohl einstellen, dass es, dass man nicht düngt und mit Unkraut kriegen sie es ja auch hin. Aber es soll diesmal richtig geil sein. Ah, auch, dass du deinen Hof selber gestalten kannst. Und ich kann ja jetzt schon sagen, wir werden einen Pferdehof machen. Oh, ein Pferdehof. Süß. Meine Tochter ist schon richtig spaßig drauf. Ich sag, ach, niedlich. Habe ich gesagt, mein Schatz, da können wir Pferde. Falls du das mal bei mir reingeguckt hast in meinen Let's Play-Folgen, da haben wir 2 Ponys. Ich musste ja 2 Ponys kaufen. Meine Tochter liebt ja Pferde und die hat einmal gesehen, dass es als Mod Ponys gibt. Und dann sagt, Papa, Ponys. Ich so, ja. Da habe ich nur 1 gekauft.
Nee, Papa, das geht nicht. Ich so, warum denn nicht? Wir Die können brauchen nicht alleine. ja, wir brauchen zwei. Ich so, warum? Ihr empfiehlt sich das eine so alleine. Sehr gut, dann noch Wie? ein Pony. Da haben wir, Ach, deswegen stehen süß. einfach zwei Ponys bei mir auf der Weide einfach rum. Das sage ich auch jedes Mal, wenn ich darüber switche. Da sind die Ponys von meiner Tochter. Und im neuen Add-on kannst du dir deinen Hof selber gestalten, auch wie Ja. du, welche Tiere du haben willst, sollst du machen. Kommt an, in welcher Schwierigkeitsstufe du spielst. Und dann machen wir einen Ponyhof. Also einen Pferdehof. Ach süß, Dann das finde ich niedlich. gucken wir mal. Habe ich gesagt, da freut sich schon voll drauf. Ja, das glaube ich. Ich sag, dann züchten wir Pferde. Und dann, Papa? So, ja, vielleicht zum Schlachter bringen? Pferdewurst ist echt lecker. Ja, ich habe es einmal gegessen. Ich finde so, dieser Geschmack ist mir zu, weiß nicht, so nicht dominant, aber nee, es ist nicht so meins. Naja, es ist so ähnlich wie Schaf, es ist halt ein sehr starker Ja, gut, Eigengeschmack. die war auch noch warm gemacht, die Bockwurst. Vielleicht kam das dann noch stärker rüber. Das kann natürlich sein. Und für alle, die jetzt sagen, von wegen, das ist Pferd, das ist auch nur Fleisch. Steinigt sie. Na, ich esse lieber Pferdewurst als das billige Hähnchen aus dem Supermarkt, wo die sich gegenseitig tottrampeln. Das stimmt natürlich. Ja gut, ich bin gelernter Koch, ich esse auch Spanferkel, ich esse auch Lamm und Kalb esse ich auch. Da gibt's die geilste Geschichte, da war, meine Freundin war schwanger. Wir kommen von der Tierbörse, sie hat voll Hunger. Wir sind bei mir noch gerade auf der Arbeit vorbeigefahren, weil ich da was reinschmeißen musste. Da war ich, da, doch, Komm mal hier rein. da war ich sogar noch Küchenchef schon. Und ich sage, das ist Kalb. Ja, das ist mir egal, ob das kalt ist. Ich so, das ist Kalb. Ist egal, ich habe Hunger. Sie ist das dann und auf der Fahrt nach Hause. Ich so, seit wann isst du denn kleine Minimu? Wie? Ich so, du hast Kalb gegessen. Nee, du hast gesagt, es ist kalt. Ich so, nein, es ist Kalb, habe ich gesagt. Ach, herrlich. Das hänge ich ja immer noch an. Ha! Und das Die ist schon bestimmt Arme. 4, 5 Jahre zurück. Ja, 4. Nee, 5 sogar. So. Oh, ich habe Level 19 erreicht. Ich auch. Pass auf, schmeiß dir mal was rein, lieber. Habe ich gerade. Ich hab nix, wo ich dich mitheilen kann. Ich hab Oh, ich nix. will jetzt hier nicht sterben. Das ist auch, ich habe das Gefühl, hier wird nichts unterbrochen, gar nichts. Aber ich habe gesehen, ich kann einfach nachwachsen, einfach auf dich rauf tun. Das tut ja immer auch noch ein bisschen zusätzlich heilen. Ja, na, nachwachsen hat einmal ein Grundheal und dann eben noch Genau. den Hot. Das habe ich gerade gesehen. Ich dachte, das war auch nur ein Hot, aber das kann ich auch durchgehen auf Nee, dich nee. ein bisschen. Genau, das hilft dann gerade in solchen Situationen ganz gut. Ich hätte doch rasche Heilung mit 2 Aufladungen nehmen sollen. Ja, auf jeden Fall. Ja, ich Ach, hatte das siehst du, eigentlich genommen, hättest du wenn. fragen können. Ich habe genommen, wenn ich verjüngen, glaube ich, auf dich drauf habe, ist Nachwachsen 6% Mana günstiger. Oh, ich krieg 6% wieder? Irgendwas war da. Ja, aber das mit der raschen Heilung wäre Ist sinnvoller. besser, ne? Ja, müssen wir dann mal irgendwann ändern. Also zumindest jetzt auf jeden Fall besser. Nie Aber werden das dir die Gute ist, wenn wir Träume den wecken. jetzt abstellen in Ogrimmar und wenn wir nächste Woche oder irgendwann wieder aufnehmen, dann sind sie schön blau. Oh ja, da haben wir dann wieder einen richtig schönen Push. Und ich muss sagen, ich war noch in kein Add-on, wo ich in einem blauen Erfahrungsbalken das Endlevel erreicht habe, ne? Das habe ich noch nie in kein Add-on geschafft, außer jetzt. Echt nicht? Nein, ja gut, in den anderen, Allegiant war ich auch in 3 Tage Level 110 und den anderen habe ich es auch durchgezogen. Aber da, das ist Ja, das okay, ich. erste Mal, dass ich auch über eine Woche gebraucht habe, um Level 100 Dings erreichen, oder das waren diesmal sogar noch mehr. Das waren auch noch Ich zwei bin Wochen. immer so ein Trödler, also jetzt nicht so wie mit dem Party, aber halt doch sehr viel, weil ich halt immer gerne. Oh, warte. Da ist ein Kupfer. Weil ich halt gerne mir alles angucke. Ja. Glaube ich, raus teleportieren ist schneller, ne? Ja. Außer teleportieren, jawohl. Ja, nur raus teleportieren, wieder rein teleportieren. Nicht Inni verlassen Nee. oder so. Oh, ich bin schon da, du auch, sehr schön. Jo. Friede sei mit euch. Jetzt muss ich mir was Aber ich habe aussuchen. die eine Aufgabe noch Im nicht fertig, Frieden ne? Also egal. seid gegrüßt. Die Blumen hast du noch nicht? Nee. Na, dann müssen wir die gleich nochmal Frieden suchen. schütze euch.
Ach, die kann ich glaube ich auch machen, wenn wir hier leicht loslaufen. Dann kann ich die nochmal zurückbringen. Okay. Hast du schon angesprochen? Ja, ich habe gerade angesprochen. Ja, nochmal zurück zum Leveln. Ja, das ist das erste Mal, dass ich auch nicht. Und vor allem nicht so den wirklichen Drang. Ich habe Lust auf Raiden. Da habe ich auch richtig Lust. Aber derzeit macht es noch nicht so Klick, weil ich habe auch. Ich muss schon fast sagen, ich habe fast mehr Bock, sogar mein LS17, mein Projekt da weiterzumachen mit der Schweinezucht, wo ich auch wirklich schon kurz davor bin, dass die Schweine kommen können. Das hört sich jetzt echt komisch an. Ja, das hört sich wirklich komisch an. Gut, ich muss dazu sagen, ich kaufe mir Mutterschweine und die produzieren Ferkel und die messen die selber. Und die kommen dann. Und die kommen dann. Und die kommen dann und wie sie kommen. In meine Schweinemastanlage fassen 1000 Ferkel rein. Ach du Scheiße. Ja. Also wenn ich das spielen sollte, irgendwann mal, dann würde ich auf jeden Fall einen Bio-Bauernhof machen. Ja, das habe ich auch schon. Kann es natürlich auch, aber es bringt dir im Spiel rein theoretisch gar nichts. Und ich muss sagen, hier kommt gleich noch ein Boss zurück. Vor allem in allen Karten, das sind ja Maps, die du spielst, habe ich bisher eigentlich immer auf Milch, also Kühe, Milch, Käse oder so eine Herstellung oder sowas, ne, habe ich das immer gespielt. Aber das ist das erste Mal, dass die Karte ist eigentlich auch nur draufgelegt. Die ist auf einen echten, diesen Bauern gibt es in echt, der ist auch auf Sibbershusum. Ja. Das ist die Karte und das Land und sein Hof ist 1:1 nachgebaut. Ah, okay. Also den gibt es auch als YouTuber, den habe ich glaube ich sogar verlinkt. Doch, den habe ich unter jedem Video verlinkt. Das ist, sein Hof ist 1:1 nachgebaut, auch alle Ställe und so, selbst USB-Platten, die gibt es sonst im Spiel nicht, wie er in seinem Hof hat er auch drin in der Scheune. Und seine Maschinen gibt es auch eigentlich 1:1, eigentlich könntest du seinen Hof 1:1 nachspielen. Ah, das ist ja lustig. Und er ist halt auch Schweinebauer und deswegen bist du auch Schweinebauer. Es gibt zwar auch Rinderzucht und so. Und was gut ist, es gibt halt Karten, da musst du dir erst was erarbeiten, denn du musst dir die Zucht auch kaufen. Das ist nicht so, dass du sie einfach benutzen kannst. Ja. Deswegen, das gab es früher so, wo ich mit einem Freund gespielt habe, mit meinen Ex-Kollegen. Wir haben ein Ziel gesetzt, wir wollten die oder das oder die eine BGA kaufen, da brauchten wir aber erstmal 1 Million Euro und die müssten auch erstmal irgendwie erwirtschaftet werden. Ja, ne? Ja, das ist natürlich gut, dass man das nicht geschenkt kriegt. Und dann haben wir das immer teilweise gemacht. Wir haben meistens eigentlich alles verkauft, uns dann jeder einen Traktor, jeder hat sich einen eigenen Traktor ausgesucht und da gab es so einen für alle, ein paar kleine Gerätschaften und dann gingen wir halt los. Ja. Ja, mal gucken. Und in LS19, da soll es echt noch, vor allem die Grafik, die ist bombastisch anders. Und es soll noch ein neues, sowas ähnliches rauskommen, aber das dauert bestimmt noch ein Jahr, weil das so von nicht so einer großen Firma ist. Aber da soll das, wenn das so kommt, wie man jetzt schon spielen kann, wird es auf jeden Fall besser. Da gibt es auch verschiedene Kuhrassen und so, auch Krankheiten. Da wird es dann ein bisschen interessanter. Oh, das ist cool. Ne? Das ist cool. Gibt es dann da auch hier die Büffel zum Beispiel? Glaube ich auch. Ich glaube aber schon in diesen LS17 gibt es auch verschiedene. Ich glaube, da gibt es auch diese Büffel. Da gibt es auf jeden Fall, weil dies ist ja ein amerikanisches Spiel diesmal. Da kannst du auch Baumwolle ernten. Da gibt es diese komischen, diese mit den Riesenhörnern, glaube ich, und wo die so einen langen Hals haben, weißt du, wo der so runterhängt, dieser Lappen. Ja. Ich glaube, die sind diesmal damit bei. Mir fällt gerade nicht der Name ein, dieser. Mir sowieso nicht. Ich finde aber diese Büffel einfach total niedlich. Ja, mein Ziel war ja eigentlich mal so 1000 Kühe zu haben. Und wenn du da die Milchproduktion anschmeißt, da kriegst du halt und viel mit Ballen arbeiten. Ja, muss ich mal gucken. Der Schurke hat gerade gefragt im Whisper, ob wir danach noch eine Inni gehen. Hast du ihm gesagt, nein, du bist live in dabei, kannst dir aber in 2 Wochen den Samstag die Folge hier angucken? Warte. Naja, es ist ja nicht in dem Sinne live dabei, dass man das jetzt gesehen hat, den Chat. Ja, aber warte mal, bevor einer stirbt, warte mal. Aber nein, ich habe einfach gesagt, danach geht's ins Bett. So, meine Werbung. Aha, ernsthaft, du machst Werbung in-game? Ja, irgendwie muss man ja die Werbung machen, ne? Aber das habe ich mich noch nicht getraut. Das ist jetzt aber nur meins. Nicht böse sein, dass du mir das dadurch mal aufgenommen. Das habe ich jetzt mal einfach schnell reingezogen. Ach Quatsch, nein, überhaupt nicht. Vollkommen in Ordnung. Ich habe aber vergessen, mal reinzuschreiben, aber ihr könnt 2 bis 3 Wochen warten, bis das online kommt.
Ich bin gar nicht auf die Idee gekommen, dass ich ja in Game in WoW auch Werbung. Ja, das habe ich mich damals auch nicht gedacht. Aber kam ich auf die Idee. Ich stand auch schon mal in Stormwind und habe das gepostet. Ja, cool. Ja, man muss alles nehmen, ne? Ist nur doof, du musst das aber auch mit den Char machen, eigentlich denen du spielst. Du kannst das nicht mit den anderen machen. Und dann sehen die dich dann da spielen und wissen gleich, wer du bist. Ja. Aha. Mal überlegen. Aber ich habe schon so viele Makros belegt. Ich habe auf meinen Mains, also so, der Mage geht noch, der Pali, der ist ja alles voll, meine ganze Optionsleiste, wobei die ungefähr ein Drittel davon ja nur Makros sind. Mit irgendwelchem Scheiß, den ich dann gerne mal spam. Haha, cool. Finde ich lustig. Das freut mich. Yeah, Level 20. Ah, wir können reiten! Wir können reiten, also richtig reiten. Und ich habe blühendes Leben für dich. Das ist das Beste. Das musst du immer auf dem Tank aktiv halten. Können wir hier eigentlich noch eine Aufgabe abgeben? Nicht, dass ich wüsste. Nö, dann können wir ja die Gruppe verlassen, ne? Ja. Dann verlassen wir jetzt mal die Gruppe. Wollen wir uns nach OG porten? Ja, ich mache auf jeden Fall Ruhestein. Deswegen solltest du ja Ruhestein machen. Genau, warte mal, töten wir den hier noch. War das Schwein auch noch. Genau, dann töten. Das stand jetzt hier gerade. Ja, dann warte mal, Portal. Ach, das Schwein auch noch. So, wo ist denn der Ruhestein? Da. Dann könntest du ja vielleicht für die nächste Folge ein bisschen Gold mal rüberschicken, dass wir uns moggen können. Nur so ein bisschen. Und dass wir auch reiten lernen können. Nein, ich schicke ein bisschen was rüber. Das ist nicht das Problem. Weil Novi ist reich. Die hat 3,5 Millionen Gold nur auf den Twink. Das müsst ihr wissen. Ach, Quatsch. Und 35 insgesamt. So. So, ich war dran, ne? Nee, du eigentlich, also du bist gerade am Aufnehmen, ne? Genau, ja. So, Leute. Die Woche ist wieder zu Ende. Die sechste Folge haben wir mittlerweile geschafft. Wir sind Level 20. Wir haben schön was geschafft in dieser Aufnahme. Session würde ich jetzt fast sagen. Ja, wir sehen uns nächste Woche zu Level 20 plus. Und da werden wir nächste Woche sind wir schön blau. Oder schön blau, das hört sich echt gut an. Da werden wir sehr viel Spaß haben. Ja, gerne blau sein. Wir sind beide sehr schön blau und werden sehr schön viel Spaß haben. Ich danke euch fürs Zuschauen. Lasst ein Abo da, Daumen hoch nicht vergessen, guckt euch unsere Videos an, Novi ist in der Infobox verlinkt, guckt euch bis zum Schluss an, weil dann kommt ihr auch auf ihren Kanal, er ist auch in der Infobox, ne? Und jetzt ist Novi nochmal dran. Ja, also, ne, und vergesst natürlich nicht, uns in die Kommentare zu hauen, wie ihr es so fandet. Ja, das war's eigentlich auch schon, ich wünsche euch einen schönen Abend, weil wir nämlich abends aufnehmen. Genau, so. Ich wünsche euch auch einen schönen Abend und gute Nacht zusammen. Auf Wiedersehen. Tschüss.